Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, ich bin der Ralf Müller aus dem Dresdner Kaffeestübchen. Viele kennen mich. Heute bin ich zu Gast im Restaurant Daniel, leider geschlossen. Wir wissen ja die Situation, wie es aussieht zurzeit. Aber ich darf euch ein schönes Gericht vorstellen von den Kanarischen Inseln. Und zwar, es sind Gambas, die zubereitet werden. Die Gambas passen wunderbar zu unserem Elbegeist, der 4 Monate auf dem Personendampfer Pirna hin und her schippert und dadurch seine Reife erhält. Die Gambas kennt jeder sicherlich. Der eine mag sie ganz besonders, der andere mag sie gar nicht. Ich mag sie sehr gerne. Also es ist nicht so, dass man den Kopf wegschmeißen muss. Man kann den abtrennen. Ich verwende sehr gerne zum Ausnehmen eine Gabel. Da kann man hier wunderbar drunter formen. Kann das aufmachen. Und damit habe ich erstmal 2 Möglichkeiten. Ich kann sie wunderbar ausnehmen. Hier hinten ist schon offen. Jetzt haben wir den Darm schon mit raus. Und ich könnte, wenn ein Darm drin ist, rausziehen. Also viele waren vielleicht schon auf den Kanarischen Inseln oder in Spanien oder Mallorca. Also am Ende, vieles ähnelt sich ja alles, was am Meer. Bei den Kanaren ist das Wichtige, dass die Küche sehr einfach ist. Sehr einfach. Die Leute hatten sehr wenig Geld. Und sie haben heute immer noch sehr wenig Geld. Aber es geht nichts über leckere Fischgerichte. Und die Gambas gehören dazu zu 100%. Ich habe auf den Kanarischen Inseln 8 Monate arbeiten dürfen. Und man lernt wirklich viele einheimische Leute kennen. Und wenn man sich bemüht, auch Spanisch zu sprechen, dann hat man natürlich einen wunderbaren Zugang auch zu den älteren Leuten. Und die zeigen einem, wie man schnell und einfach etwas zubereiten kann. Deshalb ist diese Methode mit der Gabel zwar ein bisschen besonders, aber sie funktioniert genial. Das Pimentos-Zeug. Also jetzt haben wir alle Sachen dastehen, die wir brauchen. Die Gusspfanne wird heiß gemacht auf den Kanarischen Inseln. Man kann auch so eine Tonschale verwenden. Die Gefahr ist nur, dass sie platzen kann. Also wir wollen heute mal auf sicher gehen und nehmen ein Gussgefäß. Olivenöl, eine kleine Pimentos de Padrón, also eine kleine scharfe Paprikaschote. Das kommt immer darauf an, wer was mag, ob jemand viel Knoblauch mag oder wenig. Ich mag viel Knoblauch. Jetzt lassen wir es erhitzen. Brauchen noch ein bisschen Olivenöl. Wenn man jetzt sieht, jetzt fängt das langsam an heiß zu werden, das Öl. Der Knoblauch dreht also schon an den äußeren Kanten. Wenn alle am äußeren Rand blubbern, und dann legen wir die Gambas ein. So, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück passen wunderbar rein. So. Und sie werden schon schön rot. Und immer schön aufpassen, dass der Knoblauch also nicht verbrennt. Und so wie er hier ist, sieht er super aus. So, jetzt wird es ein bisschen feurig. Und zwar Arriugas von den Kanarischen Inseln. Also das ist von Gran Canaria. Interessant. Die Kanaren trinken den Rum von Teneriffa und die von Teneriffa trinken den Rum von den Kanarischen Inseln. So hat jeder immer was anderes. Das braucht man. Deshalb ist es immer wirklich zu empfehlen, nicht unter einer Dunsthaube, die aus Plastik ist, zu kochen. Oder am besten im Garten draußen. So, jetzt sehen wir, fertig, brodelt alles. Jetzt kommt Petersilie drüber.
zack. So, jetzt ist unsere Garnelenpfanne fertig. Es ist wieder leise, Dunsthaube ist aus, Gas ist aus und dazu gibt es jetzt noch einen leckeren Cocktail mit unserem Elbegeist. Am besten 4cl, also man kann natürlich die Diätvariante machen mit 2cl, aber 4cl vom Elbegeist. Ich habe gerade Cocktail gehört. Cocktail. Ja, als Dankeschön machen wir den extra für den Daniel. Dann mal 8cl. Ja, 8cl. So. Geist, wie viel Prozent hat man? Darf ich gucken? 40%. Der Vorteil von diesem kleinen Cocktail ist, dass er nicht so süß ist. Also wir geben keinen Zucker zu, nur das von den Früchten. Wer möchte, kann gerne noch Eiswürfel zusetzen. Im Sommer ist eine sehr angenehme Sache. Also, Cocktail ist fertig, Eis ist da. Wir fassen das Glas am Stiel an. Zack, hinein mit dem Eiswürfel. Vielen Dank, Daniel. Ich danke dir. Genieße, Gambas sind auch da. Genial, ich komme wieder hier. Familie, das Ding nur noch als Party-Location. Das ist eine gute Idee eigentlich. Ne? Ich brauche lieber Kochen. Genau. Mein Pfand ist einfach jedes Mal ein Cocktail, bitte was zu essen. Sensationell. Und die Welt ist ein Ordnung. Ich habe ein neues Geschäftsmodell. Genau. Du bist der Erste, du hast alle Termine frei jetzt. Danke, ich mache weiter. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de